die Menge der Lösungen der Ungleichung x mal x minus 1 streng größer als minus x ist eine dieser fünf. Wir lösen ganz einfach diese Ungleichung, indem wir zuerst minus x links rübersetzen und somit können wir auf der linken Seite von diesem Ungleichheitszeichen x ausklammern. Und zwischen Klammern bleibt ganz einfach x. Also wird unsere Ungleichung zu x² streng positiv und die Lösungsmenge dieser Ungleichung, das ist die Menge aller reellen Zahlen außer die 0. Und die Menge R0 kann auch geschrieben werden als Vereinigung der zwei offenen Intervalle von minus unendlich bis 0 und von 0 bis plus unendlich. Und demzufolge ist B die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.